Der Bewerbungsprozess läuft ab, dass wir die Bewerbungen bekommen und sichten. Und dann gibt es normalerweise 1 bis 2 Runden, wo wir die Bewerber und Bewerberinnen hereinholen und mit ihnen unbürokratisch sprechen und schauen, wofür sie sich interessieren. Es war ein ganz nettes Gespräch mit den damaligen 2 Führungskräften. Ich habe mich sofort wohlgefühlt. Man hat ein paar Fragen gestellt bekommen, aber ganz ehrlich, ich habe auch nicht alles richtig beantwortet, bin dann trotzdem weitergekommen. Also man kann an die Sache recht entspannt rangehen. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen einen Mentor zur Seite gestellt. Zum Beispiel bei mir im Bilanzierungsteam wäre das dann ich. Ich heiße sie dann willkommen, zeige ihnen am ersten Tag alles, mache einen Rundgang und begleite sie dann natürlich intensiv in den ersten Wochen und Monaten und dann noch weiter, solange Hilfe benötigt wird. Mir ist wichtig, dass sie engagiert sind und sich für die Sache interessieren. Und natürlich ist wichtig, dass sie ins Team passen, dass man sich gut ergänzt und dass die Ambitionen auch da sind, dass man sich fortbildet und sich für Steuerberatung interessiert. Dass sie halt eben auch bereit sind zu reisen. Also wir haben einige Klienten, die was halt in Wien sind oder in Tirol, und es ist halt immer wichtig, dass man halt dann ab und zu hinfährt. Damit man bei uns richtig ist, sollte man sich auf alle Fälle für die Zahlen interessieren. Man sollte gern Kontakt mit anderen Menschen haben und dass man einfach offen für Neues ist. Wir in der Confila haben mehrere Sparten. Wir haben zum Beispiel die Buchhaltung, die Lohnverrechnungsabteilung, die Steuerberatungs- und Bilanzierungsabteilung, genauso wie die Wirtschaftsprüfung. In der Steuerberatung ist als Ausbildung ideal, wenn man Betriebswirtschaft oder Rechtswissenschaft studiert hat. Mit einem Schwerpunkt Steuerlehre vielleicht, das wäre natürlich der Idealfall. Wir suchen Menschen, die Freude und Motivation an der Arbeit mitbringen, die gerne in einem familiären Umfeld arbeiten und natürlich auch Neugierde und Lernbereitschaft mitbringen. Wir suchen Leute, die was halt eben sehr offen sind, auf die Klienten zugehen. Wir brauchen welche, die was flexibel sind von den Arbeitszeiten her, die was aber auch teamfähig sind, weil wir arbeiten sehr viel im Team, und man muss halt eben auch neugierig sein, weil man muss halt jede Position in der Bilanz hinterfragen.